Liebe Golferinnen, liebe Golfer, heute kommen wir zur Auflösung des Ostergewinnspiels. Ich will es nicht lange spannend machen. Ich habe hier in dieser kleinen Ballbox, in diesem kleinen Strixen Pack, die sozusagen drei ersten Preise. Auf diesem Bild waren 9 Bälle versteckt. Da werde ich nochmal in dieses Video oder hinter dieses Video das Bild mit den entsprechenden Kreisen, wo die Bälle lagen, einfügen. Wir hatten 9 Bälle versteckt und wir haben im Grunde genommen 3 Leute, die 9 richtig geraten haben. Natürlich musste ich das ein oder andere Kommentar oder den ein oder anderen Teilnehmer auch im Grunde genommen rausnehmen, weil man natürlich nicht zweimal eine Bewertung abgeben darf. Das heißt, die erste Bewertung zählt natürlich, und wenn die erste Bewertung falsch war und vielleicht die zweite Bewertung richtig war, dann ist das Ganze natürlich nicht mehr teilnahmegerecht. Das heißt, 3 Teilnehmer befanden sich in der Endausscheidung. Diese 3 Teilnehmer befinden sich mit Namen auf Zettel markiert in dieser Box. Und wir werden jetzt mit dem Hauptpreis anfangen. Das Golfbag gewinnt. Nochmal durchmischen. Der erste Zettel. Misch nochmal. Der erste Zettel, der gleich mir entgegenfällt. Das Hauptgolfbag, den ersten Preis, das Golfbag geht an. Gut, dass die Zettel ein bisschen kleben. Ina Förster hat diese wunderschöne Cardbag-Tasche, die Golftasche von Srixen Golf, gewonnen. Der zweite Preis, der Größe nach, diese Reisetasche geht an, nicht an dich, Spikey. Marvel 90. Und das Schuhbag, da brauche ich natürlich nicht mehr lange schütteln, an den letzten der auserwählten Teilnehmer. An die Gruppe oder an den Teilnehmer Golf Traveler. Ich werde euch natürlich in diesem Video verlinken und ich bitte euch, mir eine kurze Nachricht mit eurer Adresse zu schicken. Dann kann ich euch diese schönen Preise zusenden. Ansonsten wünsche ich euch allen weiterhin eine gesunde Zeit. Freut euch, demnächst wieder hoffentlich golfen zu können, und verfolgt mich gerne weiter auf Instagram, Facebook oder YouTube. Euer Michael.